Servus und grüß Gott. Hier ein schneller Kurzdurchlauf der Zutaten. Locker bleiben. Alle Zutaten wie immer in der Videobeschreibung. Leute, hau mal rein. Auf geht's. Paella machen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, sind unsere Sepia. Bin heute extra früh aufgestanden, ans Meer gefahren und hab die für euch gefangen. Paella, Sepia, Leute, hau mal rein. Pablo Pommes, der beste Paella-Koch Europas. Olivenöl erhitzen. Heute hauen wir rein, dass die Fetzen fliegen. Paella mit Sepia. Die Sepia erst einmal schön in Olivenöl anbraten. Dazu wenig salzen. Einen Knoblauch dazu. Wunderbar. Wenn die leicht angebraten sind, ziehen wir die an der Seite raus. Tomate Frito hinzu. Auch das hier ein bisschen verrühren. Leicht anbraten lassen. Und später vermischen wir das mit den ganzen Bieren. Sepia, keine Ahnung, wie die Mehlzahl ist. Machen wir uns wieder mittleren Platz. Mal einen Löffel, gutes Paprikapulver rein. Eine halbe. So. Mischen, 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 mischen. Schaut eigentlich noch nicht wie Paella aus, wird aber eine, keine Angst. Den Reis hinzu und wie immer mischen, mischen, mischen. Und mischen. Schauen wir mal, dass der Reis die jetzige enthaltene Flüssigkeit aufsaugt. Tomatenpüree, Tomate Frito. Lassen wir den Reis ganz leicht darin anbraten. Und dann gießen wir auf in unser Fischfond. Natürlich selber gemacht. Zwischendurch noch ein wenig salzen und Basti kappen. Also, der Salz noch rein. Das schmecken wir später. So schaut es gut aus. Unser Fischfond. Einfach hinzu, auffüllen, ungefähr 1,5 Liter, die wir hier brauchen. Jawohl, meine Herren. Jetzt kommt die alte Paella-Weisheit. Den Reis nur einmal rühren. Schön gleichmäßig verteilen wir jetzt den Reis in der Pfanne und dann kochen wir alles schön hoch. Ich habe meinen zweiten Gasring angemacht. Jetzt geben wir mal so richtig Gas und kochen hoch. Gehen wir mal her. Die Sepia verteile ich noch einmal gleichmäßig. Dann schaut es auch schön aus. Und nehmen wir gleich einen Löffel und probieren mal den Salzgehalt, ob das passt. Wenn nicht, müssen wir noch ein nachsalzen. So, probieren wir mal ein. Passt, super gut, kochen lassen. Und übrigens, dass ich der Beste bin, habe ich das schon gesagt heute. Fünf Minuten sind ungefähr vorbei. Wie gesagt, nicht rühren die Paella. Sondern jetzt müssen wir schauen, dass die ganze Flüssigkeit den Reis aufzieht.
Ja, das schaut schon mal ganz gut aus. Machen wir 5 Minuten so Gas und dann schauen wir weiter. Pablo Gomez, das spanische Kochstudio. So, das sind so circa 10 Minuten. Jetzt gehen wir her und reduzieren das Feuer ein bisschen auf die Hälfte ungefähr. So, das Feuer um die Hälfte reduziert. Das sieht man, ne, das spratzelt dann immer so. Und jetzt auch nochmal circa 5 Minuten. So weit, so gut. Jetzt sauten wir nochmal ein wenig für Röstaroma. Gehen her, erhöhen das Ganze nochmal. Feuer wie hoch. Bis es unten schön knistert, dann wissen wir, der Reis ist leicht unten angebrannt, mehr angeröstet. Genau so muss das sein. So, wenn ihr genau hinhört, dann hört ihr das Knistern. Genau so muss das sein. Der Reis unten, der hat ein das Röstaroma erwischt. Gehen wir her und drehen ab. Paella, Sepia von Pablo Gomez, das spanische Kochstudio. Leute, abonniert den Kanal. Der Pablo Gomez, der ist super. Ach, Leute, schaut euch mal das an, wie schön das ist. Zum Thema Reis, wenn angebrannt, schaut mal her, genau so muss das sein. Also, ich teste es einmal. Wie erkennt man eine gute Paella? Der Reis, der muss drin stehen. Habt ihr das gesehen? Und wieder haben alle alles aufgefressen. Ein Wahnsinn.